Also es gibt erwachsene Menschen und dann gibt es Leute, die gucken Rotpilz. Die klingen so, ey, ich hab 15 Bäume im Arsch aus dem Wunderwald. Und diese Leute sind nicht gut. Die sind wirklich ganz abstoßend. So Leute, ich würde jetzt eigentlich sagen, willkommen zu der Wiesi. Aber ich muss noch ganz kurz scheißen gehen. Bis gleich. Das Gute ist aber, ich nehme jetzt auf der Toilette auf, weil ich obdachlos bin. So, einen Moment, ich gehe kurz scheißen und dann können wir anfangen. Nö, dann gehe ich schon mal ins Level. Leute, dann habe ich halt einen Vorteil. Leute, im letzten Part habe ich komplett... So, jetzt können wir anfangen. Hallo! Vor allem, wie du so direkt aufgehört hast zu reden, als ich abgespielt habe. Oh, ist das okay, geil. Okay, Leute, willkommen zum vierten Part der Und ich gehe jetzt ins Level. Let's go! Ja, ich bin schon Level A! Und ich werde Rick auseinandernehmen. Ja, hat man in den letzten Parts richtig gesehen. Du bist total weit vorne, Bratan. Ja, ich bin direkt gestorben. Ja, Karma, sein Vater. Karma, sein Vater. Das war ein Blindjump, Mann. Ja, Maul. Ba, 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 ba. Hey, holst du jetzt die Starcoin nach oder nicht? Nö, hab ich vergessen. Ich bin jetzt... Ich hab nur noch ein Leben, weil der letztes Mal meine Leben nicht abgespart... Aber man verliert keine Level, wenn man Game Over geht, ne? Oh mein Gott, ich bin komplett geisteskrank. Ja, ich hab wieder ein Nein. Ich hab wieder ein Nein. Oh mein Gott, ich bin komplett... Aber auch das Level ist wieder Geet. Geet? Also das wäre ich Guitar Hero spielen. Ich bin tot schon wieder. Ich bin tot. Oh, oh, Aber du hast alle Level oben gemacht und unten, ne? Ja, Tatsache. Ah, du kleiner Cocksucker. Ich würde das ganz Level gerne mal einen Pilz wieder richtig haben, wenn nice. Ich ehrlich bin. Auch die Musik. Oh. Ach, bist du auch jetzt bei dem Müll, also? Na, Junge, ist nicht so. Nein, ich verliere da immer meinen Pilz, Mann. Oh, die Sniper-Rifle. Aber Leute, ohne Witz, wer Rotpilz guckt, der klingt wirklich so, als hätte der 15 Bäume im Arsch gehabt, ey, holy shit. 15? Ich hab einen D-Böller am Arsch. Ich bin 15. Wer kennt die Szene noch, Leute? Ich hab einen D-Böller am Arsch. Oh! Tschüss! Das hätte ich nicht, dass ich das überlebe, bin ich ehrlich. Leute, lasst ein Like da, bevor ihr überhaupt... Da ist doch safe irgendein... Ach du Scheiße! Oh mein Gott, nice. Alter, ich muss mich hier konzentrieren, Alter. Bam! Das klingt schon mal sehr viel vielversprechend. Game over, das erste Mal. Aber das ist unfair, weil eigentlich hätte ich noch 5 Leben, Leute. Die wurden mir alle abgezogen. Ja, Maul. Das Game startet einfach neu. Nie wieder auf Rot, Digga. Oh! Nee, okay, Rot. Okay, wir müssen ja eh das Castle nochmal machen. Ja, von daher. Welches Starcoin fehlt mir hier? Die dritte, glaube ich. Nein, ich habe die dritte, aber die ersten beiden nicht. Oh mein Gott, das ist ja geisteskrank. Alles klar. Dom Ten, du summt auch nach. Deswegen haben wir das geklaut. Wir klauen LPs, deswegen. Ja, genau, das LP haben wir auch von Dom Ten geklaut. Wenn er es nicht Let's Played hat, wir haben das von ihm geklaut. Natürlich, weil wir haben schon in die Zukunft geguckt und in 2 Jahren Let's Played er das. In 2 Jahren. Ihr müsst wissen, er hat ja gerade Claudi super am Arten. Klaut! Und das ist einfach das Spiel hier nur in anders. Aber eigentlich ist es das Spiel... Ist genau dasselbe Spiel. Weil wahrscheinlich Dom Tendo hat letztens auch ein Hack gespielt. Da habt ihr euch aber inspirieren lassen. Oh, Junge, wenn so eine Scheiß-Kommentar kommt. Sofort blocken, ey, den Hurensohn. Ja, direkt auf YouTube melden, anzeigen. Und wenn ihr den meldet, dann seid ihr krass. Das geht schon in Richtung Übervoll, also wirklich. Überkrass. Oh ja, moin. Ja, so ich bin ich. Einfach gerutscht, als wäre ich in eine 13-jährige... Okay, reicht. Wenn du am nächsten Morgen aufwachst und erfährst, dass die erst 15 war, lol. Du? Was? Was für? Ich bin 15. Nee, du bist 13, Maul. Ich bin krass, ich bin Nintendo. Yo.
Domtendo Theorie Rack ist Domtendo sein Vater. Und sein Opa auch noch. Warte, stell dir vor, dein Vater ist gleichzeitig dein Opa. Das würde ja gehen. Hä? Ja, klar würde. Ja, angenommen, dein... Angenommen, du fixst mit jemandem und da kommt ein Kind raus. Dann fixst du mit dem Kind und da kommt noch ein Kind raus. Dann ist das zweite Kind. Dann bist du vom zweiten Kind der Opa und der Vater. Junge, du verwirrst mich komplett. Ja, doch. Ja. Ja, doch. Ja, das weiß ich nicht, Digga. Ich hab doch... Weiß ich nicht. Ja, Junge, Alter, wo war diese zweite Coin? Ja. Nee, das ist was für Scheiß, als ob ich das so lange braucht, um das herauszufinden, Bruder. Ja, Digga. Maul. Hä? Ach so, da oben sind welche. Ich wollte gerade sagen. Was hat der denn für eine Hitbox? Junge. Leute, das Schlimmste an Corona ist, es gibt keinen Fußball. Junge, das ist das Beste an Corona. Ohne Witz. Nein. Das doch. Ist das Schlimmste. Maul. Hä, hey, als ob du dich umdrehst, du Nutten. Das Schlimmste an Corona ist die Corona-Seifer von Julian. Junge, also jetzt hagelt's aber bitte Dislikes auf dem Kanal von dem guten R-A-Doppel-K. Ich glaube, die meisten wissen nicht mal, dass ich einen Kanal habe. Ich glaube, die denken einfach so, yo, das ist halt ein Dude, der mit Nero irgendwas zockt. Ja, genau. Ich habe wirklich mal gelesen, jetzt mal No Front, aber ich habe wirklich mal gelesen, also sagen wir mal, Soul Link bei dir kam Part 2 und dann Part 4. Habe ich ehrlich gelesen, wo ist Part 3? Das habe ich aber auch schon gelesen. Also Leute, ich mache auch YouTube. Ja, ich bin der beste YouTuber der Welt. Das ist auf jeden Fall eine böse Stelle. So nebenbei. Nebenbei erwähnt, Leute. Ich kenne Domtendo auch relativ gut privat. Und ich auch. Der ist mein Sohn. Ich bin Domtenno. Och, jetzt können wir mal dieses Scheiße lassen. Nein, das muss denn jeder sagen. Aber es also ist auch jetzt. Nur... Yeah. Das war ein Effekt. Ein Video-Effekt, was Domtenno nicht in seinen Let's Plays hat. Der zoomt einfach nur bei seiner Kamera ran. Aber Leute, bald kommen Facecams natürlich von Domtenno geklaut. Das kreativ. Also no, das klingt wieder so komplett so, als würden wir den hassen. Also wie gesagt, Leute, der macht eine gute Entwicklung durch, der Junge, und er ist cool. Ja, also aber er ist ja jetzt nicht so eine lange Zeit auf YouTube, aber so wie er sich in der letzten Zeit entwickelt hat, ja, also wir als Experten, als jahrzehntelange YouTuber können ja, das ja, älter als Simon Desu. Ja. Also, boah, es gab mal auch früher so, also wer noch die Kanäle Spider-Brian kennt, der weiß... Fresse! Der weiß... Der weiß, was guter Content ist. Der weiß, was wahrer Real Shit ist, Alter. Spider-Brian, Junge, ist du das noch kennst? Ja, das Junge. War damals ein ziemlich hurensöhniger YouTuber. Junge Fresse. Leute, schreibt's in die Kommis, kennt ihr noch Spider-Brian, der kleine Pimmelkopf? Ja, Mann. Der hat dann mit YouTube aufgehört, weil ich ihn geroastet habe. Ja, gar nicht wahr. Vor allem so, ja, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja, richtig. Eine Lüge. Was? Das klappt einfach. Oh mein Gott. Das tschüss, ich geh da rein jetzt in das Drecks. Tschüss. Warte, es gab kein... Warte, hat der Baum einen Secret Exit? Der Baum, ja, der hat einen Secret Exit. Also ich habe die zweite Starcoin, aber das ist kein Secret Exit. Oh, Digga, ich bin komplett schlau. Nein, so hat er nicht. Spider-Brian, oh Gott, ich habe die Starcoin noch bekommen. Das zieht sich jetzt durch die ganze Nuss, ja. So ein Müllgelaber wieder hier. Ja, das macht aber das doch aus. Das Castle ist wild. Ach, du bist schon beim Castle? Ja. Wenn ich das jetzt... wieder auf Rot, das Digga. War dumm. Das war richtig behindert. Weil ich gut bin und gut. Ihr seid schlecht. Und nicht gut. Das heißt nicht gut. Warte, der Baum hat einen Secret Exit. Nein, das war ein Joke. Ja, ich dachte, wenn du den gefunden hast, dann bist du ja jetzt mega weit. Mega. Mega LP. Gibt's bestimmt. Warte, was soll dieser Ort hier? Ist hier irgendwas? Nee. Welcher Ort? Ja, hier. Guck doch einfach mal. Ja, genau, ich guck mal eben.
Ich habe das Gefühl, die Level sind leichter geworden. Na, ich bin in dem Moment. Nein! Oh, fast Digga, genau in dem Moment. Boss besiegen? Ich halt die Fresse. Ich halt die Fresse ab jetzt. Ich sag sowas nie wieder in meinem ganzen Leben. Ist da unten ein Pilz? Die Level sind total so, schwer Digga. Geworden. Hackersteller, du hast alles richtig gemacht. Drakonief, Digga. Oh Gott. Hä? Was war das für ein Boss? Bist du tot? Nein. Aber das Castle ist lit. Aber es erinnert halt voll an das in dieses Zwischenkastle. Und Leute, ich mache jetzt mal eine Challenge. Alter, die dritte Starcoin ist böse. Für jeden Tod trinke ich einen Shot Pfeffi. Ich habe einen Pfeffi neben mir stehen. Boah, das, ich hatte gestern Abend im Fuck! Beim Ficken einen Pfeffi. Leute. Nein, ich hatte gestern Abend tatsächlich auch die Idee. Ein Part, ein Tod, ein Wodka-Shot, Alter. Lol, was? Einfach dasselbe Brain, ein, mal wieder. Ein Part, ey, das haben wir so oft, Leute. Das ist wirklich so krank. Das Krankste war das mit den Songs. Wir das sind einfach so komplett. Wir haben am Tag davor, wir haben so hart gefeiert, Alter. Wir haben da 300 Euro weggesoffen. Und dann, ich weiß noch, wir sind dann so zurück zur Wohnung, so richtig fertig gegangen, wir waren so richtig braintot. Ich fange einfach so an, irgendein Lied zu singen, ne? Und er auch, und es ist genau dasselbe Lied. Das war wirklich wild. Und dann haben wir gesagt, ja, lass nochmal ein Lied aussuchen. Und dann! Erzähl mal. Das ist irgendwie übertrieben laut, Alter. Holy shit. Ich glaube, das musst du mal umstellen. Was? Du musst, glaube ich, den Sound ein bisschen leiser irgendwie stellen oder so. Hä, welchen Sound? In der nächsten Welt, das ist echt ein bisschen, laut? Richtig laut, ja. Okay. Warte, erzähl mal, was danach passiert ist. Ja, ich will nur ganz kurz was testen. Als wäre ich Rache der Restaurant. Ey, ich bin fassungslos, Mann! Ich weiß doch! Auf jeden. Ich bin immer noch beim Baum! Wir tot, wir. Na! Ich muss ganz kurz die Konzentration finden. Okay, nice. Nee, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, jo, okay. Scheiße! Wir suchen uns beide noch einen Song aus. Beide noch einen Song. Und einfach wieder derselbe Song. Das, ja, genau. Und das dann, war einfach. Dann sind wir auch eskaliert, Alter. Dann. Nee. Da haben so die Leute da angeguckt, während wir da. Gemacht haben. Aber also Leute. Das kann uns niemand glauben. Ja, das. Nee, das war das zu. Das war ja mal ganz schlecht gerade. Das war mega LP. Genau wie die Soulink, die ist auch ein mega LP. Ja, und wenn ihr die jetzt nicht guckt, dann. Und dann seid ihr richtig scheiße. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse die. Woher war das aber? Dieses. Ja, Mann, ich hasse die. Ah, ich bin ein Vollidiot. Sag mir bitte nicht, dass ich hier jetzt dreimal gestorben bin und hier das Ziel ist. Hier ist das Ziel. Hey, wo bist denn du jetzt? In welchem Level? Ich hab die zweite Starcoin nicht mitgenommen! Nein, das. Nein! Nein! Ich muss den Level nochmal machen! Das mache ich irgendwann am Ende der Versus, hab ich keinen Bock drauf. Ich spiel es einfach weiter. Scheiße, oh Mann! Gott. Fuck! Ich hab sie doch gesammelt, damit ich. Yoshi's Island, Musik! Hey, wo bist denn du? Im Castle. Okay. Du bist schon in der nächsten Welt, im ersten Level. Ja, richtig. Oh Gott, hier weiß man ja gar nicht, was Stein ist und was Grafik ist. Ja, ja, weißt du, was ich meine? Aber ich finde das Castle wirklich sehr, sehr sick. Also, ihr müsst mal überlegen, diese Graphics, diese Säulen, das hat er alles selber gemacht. Das ist zu krank. Ah, das so hat, das gab's alles in Mario World nicht. Das ist auch die. Das sieht einfach, das ist ein neues Game, Leute. Das ist ein neues Game und das hat Domtendo noch nicht gespielt. Ja, genau, als ob das so. Oh Mann, Alter, nee. Ich habe auch das Gefühl, dass die Musik im Castle lauter ist. Ja, und auch in Welt 3.1, das ist viel zu laut. Wie wenn ich jemanden. Aber bei OBS, da weiß ich so, ab welchen Zahlen man runterdrehen muss. Das ist noch in Ordnung. Oh Gott, ich. Ja moin, Digga, direkt in die Piranha reingehüpft. Gott. Nein, hier ist kein Pilz. Oh Mann, Gott, jetzt bin ich wieder klein. Das Ding ist erstmal, was du so am Sacken und ich habe voll die Skills rausgeholt. Auf jeden. Hier ist es andersrum. Ja, richtig. Weil ich habe gewonnen. Oh, da sei mal nicht so froh, Digga. Sei mal nicht so froh. Zu froh. Ih, Fresse, Parabeetle-Junk online. Nein, sowas hasse ich, sowas hasse ich. Ich hasse die! Ach, oh nein, warum ist denn hier nein. ein Trump? Warum ist hier ein Trump? Hier ist doch gar.
Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Da sitzt Papa! Bitte Checkpoint. Direkt nach 2 Sekunden so. Bitte Checkpoint. Alter. Also der Tod, der kommt in Best of. Digga, das war ja ganz... Invisible Block, der mir helfen soll, und der tötet mich. Oh mein Gott, Junge. Okay, also ich habe hier gerade ein Level gefunden. Ich werde hier so den ganzen Part zacken. Ich schwör's auf Murats Bimbi. Und ich werde da easy durchkommen. Das war Newer genauso. Du hast 3 Level geführt, Junge. Hast bei diesem Mancha-Level so reingekackt und ich habe das direkt geschafft. Ja. Oh, ich darf einen Pfeffi trinken. Stimmt, habe ich vergessen. Ey, nee, wir müssen die Challenge zusammen machen. Was soll denn das? Hallo, du arrogant Scheiße. Alkohol. Ja, wir müssen. Okay, Leute, nächster Part. Ein Tod, ein Shot. Und der geht 45 Minuten, nicht 30. Ja. Ja, muss ja wirken, das Zeug. Muss ja wirken, so voll asoziale Werte vermitteln wie Alkohol während Mario spielen. Nee, Leute, wir machen das. Wenn der hier meint. Das ist auch, ja. Wenn der hier meint, Alkohol auszupacken, ohne mir das zu sagen, dann bin ich sauer. Hä, Digga, wie soll man das spielen, das Spiel? Ja, so wie du anscheinend nicht. Nee, also das Level, ohne Witz. Ich komme ja keine 10 Zentimeter, Junge. Das Level ist nicht gut. Richtig, das ist schon richtig scheiße. Hier ist auch ein Block. Wisst ihr, was noch scheiße ist? Rotpilz. Ich dachte, du sagst, es ist Corona oder so. Nee, Rotpilz. Ja, wäre ein neues Opfer, ja. Nein, aber Junge, der klingt halt wirklich so, als hätte er 15. Ach, hier ist nur ein Ab und jetzt lasse ich mich treffen. Ein Ab. Oh, Junge. Noch ein Shot. Danke. Alter, macht er hier einen auf arrogant, ohne mir das zu sagen. Das geht doch gar nicht. Was für arrogant? Tot. Aber du holst jetzt safe auf, also das Level. Nein, ich bin immer noch im Castle. Ich bin immer noch im Castle. Ja, moin, Digga. Nochmal tot. Noch ein Shot. Was haben wir für uns? Das Ding ist, Leute, das ist die zweite Welt. Ich will nicht wissen, wie die siebte aussieht. Nee, ich auch nicht. Aber Wolkenwelt habe ich noch nie gemocht. Die dritte ist schon eine Wolkenwelt? Ja. Und oh Gott, die Wolkenwelt nicht favorisiert. Alter, ich habe ein Level von so einer Wolkenwelt gesehen, ne, wo ich dann gesagt habe, das ist unser neues Projekt. Ich dachte, das wäre Welt 6 oder so, weil das schon knackig aussah. Und das war anscheinend Welt 3. PC-Boxen, aber man hat gerade überlegt, so nee. Oh Mann. Ah, ich bin wieder gestorben, warte. PC-Boxen ist nicht gut. Ah, Junge, es ist... Ich bin jetzt hier schon zweimal Game Over gegangen in dem Level. Und bin dort nicht mal die erste Sternmünze gesehen. Ich find's aber gut, dass man, wenn man Game Over geht, nicht irgendwie 3 neue Level neu machen muss. Oder Junge, so. Dann würde ich diesen Hack nicht spielen. Nee, dann hätte ich das aber auch nicht gemacht. What the fuck? Ey, Junge, dieses Game ist so broken. Das ist nicht broken, du bist einfach scheiße in dem Game. Ja, ich kann diese Parabeetle-Jumps nicht. Was für Parabeetle-Jumps? Diese fliegenden Aslaks da. The fuck, was? Diese fliegenden Käfer. Okay, hier ist die zweite Starcoin. Dann musst ihr doch jetzt auch mal langsam Checkpoint. Leute, das ist genau wie in Niwa 7.2. Ja, das war ich ja, das war ja. Das ist genau so ein Level, genau so. Aber nur in Welt 3. Ja, richtig. Aber das Ey, was Gute kommt ist, dass es wirklich am Anfang kommt hier. Der ganze Dreck. Gott. Ey, wenn ich jetzt die dritte Starcoin in einem Castle einfach nicht finde, dann raste ich aus. Und das Problem ist, ich habe noch gar nichts gesehen vom Level. Digga, ich sterb. Ich spring an diesen Parabeetles die ganze Zeit vor. Gott. Es ist so wild. Ach so. Och, wo ist denn die dritte Starcoin jetzt, Mann? Im Castle? Ja. Ja, Maul. Safe schon geschafft. Ja, jetzt hör mal auf, ey! Ach, hier ist erst der Checkpoint! Ich dachte, jetzt kommt der Endboss. Aber... Aber du bist relativ nah. Nach dem Checkpoint kommt nicht mehr so viel. Okay. Ja, genau. Ja, und wie soll ich die Sternmünze holen? Ja, so. Nicht. Ist okay, Digga. Ja, also so kann's weitergehen, bitte. Aber nicht diese Parasöhne. Natürlich. Hier ist doch nix. Boah, Leute, also ich muss sagen, ich glaube, hier hänge ich jetzt 15 Parts am Stück. Aber hier ist ein Luftschiff? Hey, cool.
Hier ist ja keine Starcoin, Mann. Ach doch, da oben. Ich wollte gerade sagen, der untere Weg ist bestimmt voll schwierig, aber oben ist die Starcoin. Und oben ist, boah, unten boah, ist der normale Weg. Wir sterben im Marathon. Ich trinke jetzt doch keinen Pfeffi, sonst bin ich echt nachher richtig besoffen. Heilige Maria, Junge, ich bin hier schon fünfmal Game Over gegangen jetzt in dem Level. Als ob. Ja? Das ist 3-1 oder 3-2? 3-2. Du hast 3-1 schon. Ja, ist jetzt nicht so schwierig. Wie konnte ich diese Führung so hergeben? Ja, was, dachte ich, hab ich mir auch am Anfang. Ich habe ja auch geführt. Wie ein Führer. Okay, der Boss ist eine Piranha-Pflanze. Was schießt die denn da? Müll! Oh mein Gott. Hä? War das ein Gegentreffer oder was? Okay, ich die Blume, macht die Blume Schaden? Nee. Welche Blume? Ich habe eine Blume beim Boss. Das macht doch gar keinen Schaden. Wie soll man die denn... Ach, mit Spins soll man die bekämpfen? Ach so. Oh, fuck, er ist einfach auch schon da. Ich könnte kotzen, Alter. Bitte keine Parabeetles. Nein, du Nutten. Ja, geschafft. Okay. Ich dachte, ja! Mit Blume kann man die besiegen, aber das geht anscheinend nicht. Ist nicht so. Nie wieder auf Rot, Digga. Junge, okay. Was zum Teufel? Okay, Leute. Bitte, bitte, bitte machen. Ab bitte in Welt 3. Oh, bitte machen, machen. Was ist das denn? ist doch ganz normale Weltmusik. Ah, nee. Nein. Warte, ich will die Musik lauschen. Okay, okay. Oh, bitte, bitte, wenn ich jetzt schaffe. Oh, wenn ich jetzt schaffe, ist Game Over. Fuck my life. Oh mein Gott, ich habe richtig Druck gerade auf den Eiern. Oh mein Gott. Geile Musik. Geile Musik. Oh, das Design gefällt mir mega. Von 3-1. Diese Koopa-Säulen. Mega nice. Was wird dir, hallo? Red doch mal. Nein. Doch. Ah! Bitte, bitte, okay, beende es. Um ihn abzulenken, erzähl ich ein paar Witze. Bitte, beende es. Was ist bitte, grau und klopft an der Scheibe? Rotpilz im Backofen. Und ich hab's geschafft. Yes. Scheiße. Yes, Mann. Nein. Scheiße. Oh mein Gott, also ohne Witz, ich hätte den so reinzacken können noch weiterhin. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich hab richtig, richtig... Ich schwitze jetzt schon, ich merke, dass die Kotze hochkommt. Nein. Ich bin schon im ersten Castle, Digga. Was? Ja, Mann. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Es kann doch nicht sein, dass ich beim Checkpoint bin. Hier war noch keine einzige... Hä? Hab ich gar nicht gesehen, den Jungen. Keine einzige Coin. Ich muss zurückgehen. Oh, lol. Wild, die Musik. Hier war auch nix. Aber ich glaube, du musst wirklich im ersten Level die Musik ein bisschen runterdrehen. Die ist echt ein bisschen laut. Ja, okay. OBS. OBS. Oh. Na, 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 na. Aber jetzt mal no joke, wie steht ihr zu Rotpilz? Ich finde, das ist ein Hurensohn. No front. No front, Hurensohn. Ja, was kann ich denn dafür, wenn ich seine Mutter weggebe, boah, Leute? Pff, tschüss! Digga, wo ist denn hier die erste Coin, bitte? Jetzt mal for real! Sag mir bitte nicht, die kommt jetzt ehrlich nach dem Checkpoint kommt erst die erste Sternmünze. Das kann doch nicht sein. Hä? Warum bin ich gekrepiert? Nee, da auch nicht. Hä? Wieso? Ich bin dumm. Ich hab doch ganz normal gespinnt. Wo ist denn die erste Sternmünze, Mann? Aber ist okay, ist okay, ist okay. Ey. Bist du jetzt in 3-1 oder wo bist du? Kommt bei 3-1 die erste Starcoin nach dem Checkpoint? Nein, vor dem Checkpoint, du Eule. Ich finde sie nicht. Hä, bist du lost? Die ist vor dem Checkpoint gewesen, meine ich. Doch, doch. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, doch. Hä? Wo ist die denn? Ja, Leute, wir haben kurz eine Corona-Pause gemacht. Wir sind wieder da. Ja, let's go. Mert Matan und sein Geldprank Mert ist Matan. Eine Minute her. Nein! Was für ein Geldprank? Tschüss. Das ist jetzt... Einfach... Was? Oh mein Gott! Safe geht das nicht. Das ist nicht passiert. Das ist ja ganz wild, dass ich auch gerade wiederfahren ist. Das gibt's doch gar... Digga, ich war in einer Röhre, wollte mich ducken, bin dann da reingegangen und jetzt bin ich ganz woanders. Hm? Oh mein Gott. Zeit ist gefickt. Zeit ist richtig gefickt jetzt. Wie viel habe ich denn übersprungen, bitte? Ich bin ein Idiot, ich kann es einfach so machen. Voll Honk! Oh man. Da ist doch oben irgendwas. Hier ist doch irgendwie eine Starcoin oder so.
Oh mein Gott, Leute, ey, ich bin voll im Hype. Komm. Jo. Rotpilz kommt zu mir. Ich muss so einen Pimmelkopf nehmen. Das war kein Hit. Junge, dieser Drecks-Block-Hits, Junge. Absolut lächerlich. Okay, aber Leute, ich bin krass. Jo. Die rasten komplett aus, als wenn die irgendwie geistig. Als wären die eh. Ich weiß auch nicht mal, wie lang der Part ist, ist mir aber egal. Leute, ist scheiße. Hier ist die erste Starcoin. Ich check es. Die Dinger fliegen hoch. Ah, oh, er ist auch in diesem Mancha, ja moin. Einfach in diesem Parabeetle-Level. Ja, ich bin nur ein 3-1, ist doch nichts Neues. Halt die Fresse. Ja, ich war doch ganze Zeit. Und zum Thema, ich bin scheiß Zuhörer. Ich bin seit einer halben Stunde in diesem Level. Such dir eine Starcoin. Ach, Junge, wenn man da hoch muss, Digga, du bist schon locker in 3-2, also Fresse. Er denkt halt wirklich, dass ich ihn verarsche. Man merkt so, dieses Vertrauen so ist gar nicht da bei uns. Wenn die Leute jetzt meinen Screen sehen würden, würden die denken, Nero ist dumm. Das Ding ist, was ist das hier für ein Raum? Hier ist ja, ach, da kann ich hoch. Oder was? Oder was? Nein! Doch, da kann ich hoch. Okay, jetzt habe ich wenigstens mal eine Feuerblume hier an der Stelle. Da kann man echt hoch. Geistig. Nee, der Level hat kein Secret Exit. Das ist ja die zweite Starcoin. Alter, wie soll man da ohne Gegentreffer rauskommen? Das ist ja echt wild. If you ever come across a one title wide gap, you can cross it Kerb, by just holding run and jump. Obwohl, ey, du bist ja echt wirklich da. Okay, cool. Nice, okay. Du bist wirklich noch in dem Level, das gefällt mir. Halt die Schnauze, kleiner Pimmelkopf. Du Pimmelkopf. Dieses Pimmelkopf ist dein Lieblings, was gefunden hast. Das ist voll niveaulos. Oh Mann, das sind komplett autistische Anfälle hier. Wie bist du das? Du hast gerade Autisten diskriminiert. Scheiß Wichser, Mann. Leute, ich kannte mal einen Autisten. Der war mega nett, aber. Der ist Justin. Ja, und er ist ein Huren. Ah! Oh mein Gott! Digga, komplett auf geisteskrank. Ziel! Ja! Jawoll! Als ob hier eine Halbzeit ist beim Boss. Was? Muss ich jetzt Marathon laufen oder was? Während des Bosses. Oh nee, Digga. Parablete Jam ist also das Level, wo du so Probleme hast. Ja. Wie lange geht eigentlich der Timer noch? Das ist ein Scrolling-Level. Nee. Hallo, sag doch! Ich bin ehrlich, ich habe gar keinen Timer gestellt. Hab ich vergessen! Dann wird das so ein XXL-Part. Ja, Jungs, ist doch egal. Ihr wollt doch nicht alle den Scheiß sehen hier. Wenn der zu lang ist, dann split ihn einfach in zwei. Nee, das mache ich nicht. Da ist ein Starcoin, da komme ich jetzt nicht dran. Nicht, als wäre ich cool. Oh, das Ding ist, ich würde mich jetzt eigentlich töten, Alter. Aber ich habe eine Feder und mit der ist das Level hier so viel leichter. Du sagst, du hast hier so oft gefailt. Ja, Junge, du hast eine Feder, ja, yo. Ja, die kriegt man am Anfang. Ja, yo. Ist ja, halt einfach nicht wahr. Deshalb bringe ich mich jetzt auch nicht um, aber ich habe die erste Starcoin verpasst, also ich muss das Level nochmal machen. Was war das denn gerade für ein Move? Nee, mit Feder ist das ja tausendmal einfacher. Ja, natürlich ist es tausendmal einfacher. Okay, dann bin ich nicht dumm und das nächste Mal, wenn ich hier bin, gehe ich mit Feder hier rein. Ich schaff den Level jetzt einfach. Nee. Okay, zweite Starcoin habe ich. Ach, Maul! Was denn? Als ob du schon die... Nee. Ich bin einfach ein Skiller in Jump'n'Runs. Ach, halt die Schnauze, du kannst gar nix. Ja! Ich kann gar nichts, genau. Ich kann gerade gar nichts. Junge, ich kacke völlig rein. Aber man muss einfach sagen, in dem Part. Oh, hier gibt's einen Secret Exit Krebs. Ja, drittes Starcoin bekommen. Machst du dich über die Krankheit lustig? Ja, ey, jetzt mal no front. No front, aber ich habe das Level. Ach, da ist ein Up. Scheiße. Ich habe das Level im First Try geschafft. Fresse, ehrlich. Also, ich weiß nicht, was dein Problem ist, du kleiner. Ach, halt dein Maul. Ich habe nur die erste Starcoin nicht, aber ich habe das Level im First Try geschafft. Ja, womit mit Recht. Ich hoffe, du stirbst jetzt die ganze Zeit mit der ersten Starcoin, Alter. Diese Aggression. Du gehst jetzt mir auf den Sock. Was? Nur weil ich nicht so kacke bin wie du. Ja. Was denn? Die Blase hat geplatzt!
Oh, was? Mann, ey, was ist denn das für ein Scheiß-Level? Was für eine Blase, bist du dumm? Ich bin Mr. Game Ain't Watch. Okay. Nein, wieder verpasst! Wieder verpasst die Starcoin, oh no! Nein! Schon wieder tot. Egal, Game Over ist gut, weil ja, dann bringe ich mich um. Ja, richtig. Bring dich um. So, hier noch ein Pfeffi reinhauen. Halt die Schnauze, ja. Wie soll ich denn die Starcoin machen? Ja, gute Frage. Und nett. Aber du holst wieder auf. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ohne Feder das Level viel schwieriger Junge, ist als die Starcoin. Junge, natürlich ist das. Das ist geisteskrank. Aber ich guck jetzt mal, ob du einfach nur Scheiße laberst und Scheiße bist oder ob ich das hier hinbekomme. Entschuldigung. Nee, also die Starcoin ist. Nee, die Starcoin ist echt kacke. Die ist wirklich Krebs. Man muss immer auf jeden Fall auf diesem kleinen. Okay, nee, ich probiere das jetzt gar nicht aus. Ich gehe einfach zum nächsten Level, zum Castle, wenn ich eine Feder habe, gehe ich wieder zurück. Ah, Schnauze, ein auf Noob. Ja, Maul. Alter, was ist das denn für eine Mucke? Oh, och, die Bowser, Staffel da. Was ist das für eine Musik? Genauso weit wie ich. Es kotzt mich so an. Als hey, ich dachte, du bist schon. Bubble-Level mich jetzt komplett in den Anus knallt. Hey, warte, wo bist denn du jetzt? Du bist doch nicht im Castle. Ja, doch. Hey, ich dachte, du bist im Bubble. Ja. Da kommt ja, Bubbles. Ich dachte, du bist im Castle. Ja. Ja, bist du ja nicht. Du bist ja in einem Bubble-Level. Ja, weil noch Bubbles am Ende des Levels kommen, du Ei. Ich dachte, du bist im Castle. Junge, du regst mich so hart auf gerade. Ja, du laberst erstmal. Ach, Maul, Alter, natürlich der Stachi-Wichser, Kock, Sacker, Alter. Dann laberst du bist da und da. Ja, was Maul los jetzt? Dir? Ja, voll die Aggressionsprobleme hab ich. Hä? Was war das denn? Ich? Ich bin Rack. Jetzt rastet er aus. Ich spreche richtig aus. Nein, das Level keinen safe konnte man da rein. Ich voll Idiot. Hat das Level keinen Checkpoint? Doch, vorm Boss ist der Checkpoint, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Oh Gott. Ich glaube, ich bin vielleicht gleich beim Boss. Ich habe schon zwei Starcoins. Fresse! So weit kann es ja nicht sein. Ja, man konnte da rein. Zehner. Oh Mann, ich bin ein Idiot. Ich habe dich in dem ganzen Projekt noch kein einziges Mal verarscht. Das ist krass. Bist jetzt noch stolz drauf? Was war das? Was? Was war das? Erklär mir das mal. Hä, ich bin geisteskrank. Nie wieder auf Rot, Digga. Du kleiner Nutten. Oh, das... Nein! Ja. Es ist doch gar kein Anhaltspunkt, wann das Ding runterkommt. Ich würde sagen, wir splitten das in zwei Parts. Leute, der Part kommt gerade wahrscheinlich. Halt die Fresse jetzt, Mann. Der Part kommt wahrscheinlich. So, jetzt erwürge ich ihn. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, wenn ich das nächste Mal in das scheiß Dorf da rüberfahre, Alter. Was für Dorf? Ich wohne jetzt in der Stadt, du Honk. Ja, in. Ach, ich mach mal ein bisschen Zensierspaß. In. Ist sogar falsch. Ah ja, in. Auch falsch, Bro. Komplett in lost. In Arschel. In Arschel? Ja. In Bremen? Hä, das heißt wirklich Arschel. Ja, ich wohne auch in Arschloch. Weil du einer bist. Och Mann, Junge, Fresse. Junge, dieses Level fickt mich wieder. So, und das ist unnötig. Das ganze Projekt über. Ja, und du Hurensohn, nein, du bist selber ein Hurensohn. Hurensohn. Okay, reicht. Oh, man. Das war ein Nintendo-Move. Okay. Weil der kann ja 2D-Mario spielen. Komm, fresse jetzt. LP. Mann, ein Maul. Ist so eine Gülle immer höher. Junge, warum gehst du nicht auf A, du Nutten? Dreckskeck. Nie wieder auf A, Digga. Ja, Mann. Fühl dich. Warum gehst du nicht? Dummes Was kind. Ein Todeslauf. Nein, Scheißi.
Oh, das war das, ich dachte, jetzt falle ich runter. Ich bin beim Boss und hab alle Starcoins. Ja, Junge. Und die dritte war mega gut gemacht, das einzuprogrammieren. Leute, ja. Es hat angefangen mit einem Mega-Skill von mir und jetzt bin ich wieder gefickt. Leute, okay, der Boss ist nur Bonbon, der ist easy. Hallo? Ja. So ist sie da, gell? Da macht der Dingen da! Die Gewürzgurke da, ich du! Ich verstehe diese Hitbox nicht! In deinem Alter habe ich das aufgefressen alleine! Oh, jetzt sehe ich schon wieder gleich, kommt der. Wie siehst du, du hab ich im First Try geschafft? Fresse, Mann, kleiner Wichser. Ach, hier ist das Bubble Level. Das war gar nicht das Castle, aber doch nicht. Spaß, Alter. Ich bin hier halt einfach immer noch, es ist so traurig. Und nicht mal ein Checkpoint gesehen. Ach, du bist im Bubble Level? Ja! Oh, geil. Ey, was? Ich ver. Nee, lass mal den Part bitte beenden. Das geht mir gerade richtig auf den Schwanz. Nö. Wie, Nee. Hey, Scheiße! Ich bin nicht gesprungen. Warum schwimme ich einfach aus der Bubble? Bin ich dumm? Ja, okay, ich würde sagen, okay, der Part ist hier wirklich vorbei. Nee, ich mache jetzt noch einen Try. Ich habe noch einen. Hallo, ja, okay. Ich auch. Es ist so traurig, es ist so traurig. Ich lag so gut vorne und jetzt schon wieder so ein Dreck, Alter. Ja, aber das Ding ist, ich muss zwei Level nochmal spielen. Ey, warum also, denn zwei? Das Baum, da habe ich die Starcoin nicht. Ah, ja, moin, Digga. Und das eine, wo man mit dem Cape reingehen sollte. Also du liegst vorne. Ich kann so Sprünge nicht, Mann! Das ist nicht mal eine Kaizo-Mechanik, Digga. Halt die Fresse. Nee, tschüss. 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 Beendet. Hä, ich komm voll gut durch im Bubble-Level. Ach man, halt die Fresse. Ach, scheiße. Ich will gar nichts mehr hören hier von dir. Ich mute dich auch gleich, Alter, ohne Witz. Was für auch? Ja, wie du einmal in Newer. Ach so, ja. Ja, war auch absolut zu Recht. Nö. Also doch. Also das ging gar nicht. Zwei Parts komplett durchgehend verarscht, Junge. Ich hab dich übrigens auch ganz Zeit verarscht. Ich bin schon Welt 4. Ja, nice. Ich ficke Rick. Ja, Junge, ich bin grad. Das war kein Treffer. Schon wieder. Junge, diese Hitbox von dem Spiel, wirklich kompletter Dreck. Ach, laber doch nicht. Laber doch absolut nicht. Fresse. Wie ich jetzt. Wo ist denn die zweite Starcoin im Bubble? Aber ich als muss sagen, ob du schon. Ja, Maul. Ich muss sagen, mega gute Idee mit dem Bubble. Gefällt mir richtig gut. Man muss es halt nur können. Gefällt mir richtig gut. Ich bin scheiße. Scheiße. Digga, ich dachte, da kann man safe runter. Ach, hier ist ein Invisible Block und da ist die zweite Starcoin. Nice. Halt die Fresse. Ja, was denn? War, ist doch so. total. Da ist ein Invisible Block, dann geht man in die Röhre. Weil sonst kannst du da nicht rein, dann kriegst du die zweite Starcoin. Dann gehst du zurück und kommst wieder raus in der grünen Röhre, aber in der anderen. Ja, stimmt. Und hier sind. Ja, also, hilf, kriegst du die. Als ob man das im First Try gemacht hat, Mann! Checkpoints! Yes! Ach, Junge. Findest du das Bubble direkt. Level so schwierig? Ja, ich komme mit dieser Mechanik nicht klar, Alter! Ja, ich schon. Ich bin doch einfach krass. Cape! Ich hab ein Cape! Das ist gut, wenn ich zu dem anderen Level will. Ich will nichts mehr hören hier. Ich bin nicht mal zum Checkpoint gekommen und er First Try. Ja, ist doch so. Ja, nee, ich bin einmal gestorben. Second Try. Sorry. Sorry, dass ich so kacke bin. Kleiner Peach. kleiner Peach. Oh Mann, es wird immer beleidigender. Wir hassen uns bald so richtig. Irgendwann so nervös. Mann, ich hasse dich, ich fick dich. Bist du steiß beim Junge, hey, Leute, in Real Life, wir können uns schon ganz gut ab. Nee. Das Krasse ist, wir haben uns in Nicht-Real Life kennengelernt und sind dann in Real Life uns getroffen haben. Was ging gerade um mein Deutsch? LD Deutsch Leistungskurs. Ach nee, du kleiner Wichser. Wie soll man denn die dritte Starcoin bekommen? Warte, man braucht ein Cape dafür. Ah! 10er habe ich das gesehen. Alter, ist das schwul. So, nee, nichts gegen nichts gegen Schwule. Aber. Ich sehe schon die Kommentare. Habt ihr etwas gegen Homosexuelle? Habt ihr mich Arsch pfoffen? Fresse.
Habt ihr ein Secret Exit übrigens? Warte, ein Try noch oder was jetzt? Wie lang noch? Hallo? Ja, lass mal jetzt noch jeder einen Try. Okay, ich gehe noch einmal rein. Ich hab Checkpoint. Ich hab Checkpoint, ich schwöre auf. Aber die dritte Starcoin, ich check gar nicht, wie das gehen soll. Ich auch nicht. Hast du die dritte Starcoin gesehen im Bubble Level? Nein, ich hab erst ein Secret Exit geholt. Das ist absolut. Hier ist ein Secret. Ja? Okay, warte. Nein, ich bin tot. Nice. Okay. Follow! Also, was ist denn das? Ich bin auf den Notenblock gesprungen. Ich bin einfach gestorben. Was? Ja, ach, du laberst eh wieder Kacke. Das so, Leute, bis zum nächsten Part. Tschüss. Das zeige ich an. Das. Ja, das ist von Domtendo geklaut, der Satz. Also, das muss angezeigt werden. Sie können aber keine Anzeigen mehr erstatten, unfassbar, weil sie zu oft angezeigt haben. So, Leute, tschüss jetzt, tschüss! Ja, tschüss. Unfassbar.